Hallo, ich möchte euch heute eine Häkelschule zeigen. Viele meiner Sachen, die ich euch schon vorgestellt habe, sind eine Kombination von Häkeln und Stricken. Und damit ihr alles mal auf einmal soweit gezeigt bekommt, gibt es jetzt hier eine kleine Häkelstunde. Wir fangen ganz einfach an mit Luftmaschen. Zum Üben nehmt bitte ein wirklich dickes Garn und eine 5 bis 6er Nadel. Das erste, was man können muss, ist, dass man Luftmaschen häkeln kann. Dazu nimmt man den Faden so zusammen, dass hier vorne eine Schlaufe ist und hängt die Schlaufe über die Häkelnadel. Dann verdreht man es so zwei, dreimal. So, das ist die Grundhaltung beim Häkeln. Man hält mit Daumen und Mittelfinger den Faden fest. Man hat eine Schlaufe über der Häkelnadel und nun zieht man die erste Luftmasche. Über die Nadel Köpfchen drehen nach unten und durchziehen. Das ist unsere erste Schlaufe. So. Köpfchen nach oben, Faden darauf, von hinten nach vorne, Köpfchen drehen und durchziehen. Köpfchen nach oben. Faden darüber, Köpfchen drehen nach unten, ganz wichtig, und durchziehen. So, und um das nun zu können, wie gesagt, Mittelfinger und Daumen halten immer den Häkelteil fest. Wir rutschen mal ein bisschen nach vorne und machen wir die Luftmaschen. Ganz wichtig ist, dass ihr jetzt vielleicht mal zum Gewöhnen eine ganz, ganz lange Luftmaschenschlange häkelt. Das sind nun unsere Luftmaschen. Als nächstes zeige ich euch, wie man die Reihe wendet und feste Maschen macht. So. Bei festen Maschen muss man zwei Luftmaschen stehen lassen. Eins, zwei und Strick und geht mit dem Köpfchen in die dritte. Eins, zwei, drei. Mit dem Köpfchen über in die oberste Schlaufe, Köpfchen durch. So, und jetzt machen wir es fast wie Luftmaschen. Wir legen den Faden oben aufs Köpfchen, drehen das Köpfchen rum und ziehen diesen Faden durch. Jetzt haben wir zwei Schlaufen. Und jetzt machen wir das wie bei der Luftmasche. Faden aufs Köpfchen, nach unten drehen und durchziehen. Und das ist eine feste Masche. So, noch einmal. Ihr seht, hier oben ist die obere Schlaufe mit dem Köpfchen. Das Köpfchen nach unten durch, das Köpfchen nach oben, Faden eingelegt, Köpfchen nach unten und durchziehen. Zwei Schlaufen, wir nehmen wieder eine und ziehen durch. Nochmal langsam. Köpfchen nach unten durchziehen. Köpfchen ist oben. Faden von hinten nach vorne, Köpfchen nach unten durchziehen. Das sind unsere festen Maschen. Und jetzt häkeln wir bis nach vorne. Nochmal langsam. Wir halten hinten fest, immer gut stramm ziehen. Köpfchen nach unten durch die Schlaufe. Wir nehmen den Faden auf. Wir machen das Köpfchen nach unten. Wir ziehen es durch. Haben zwei und machen den Faden wieder durch. So. Jetzt machen wir eine Reihe feste Maschen und danach zeige ich euch als nächstes die Stäbchen. Und wenn ihr das beherrscht, könnt ihr ganz gern mal bei mir reingucken ins Video, zum Beispiel ein Herz häkeln oder Blumen häkeln, Blumengirlanden häkeln. Und die Kombination bei meinen Eulen, dass wir stricken, den Körper stricken wir und einzelne Teile, aber die Augen und die Krallen werden gehäkelt. Und viele andere Dekosachen kann man prima anhäkeln, wenn man wenigstens diese drei Sachen beherrscht: Luftmasche, feste Masche, Stäbchen. Wir sind jetzt am Ende von der Reihe. Wir machen jetzt da Luftmaschen. Also zum Wenden brauchen wir bei festen Maschen zwei Luftmaschen. Dann würden wir drehen,
würden nicht in die erste einstechen, weil ja unsere Luftmaschen hier sind, sondern hier würden wir die feste hinsetzen. Also wir brauchen immer Luftmaschen am Anfang der Reihe, um die Höhe zu bekommen. So, weil wir jetzt aber Stäbchen machen, brauchen wir drei Luftmaschen. Es ist im Grunde immer dasselbe, es steigert sich nur mit den Schlaufen. So, beim Stäbchen ist es so, wir haben unsere erste Schlaufe, wir legen eine Schlaufe darüber, einfach von hinten nach vorne eine Schlaufe darüber gelegt. So, jetzt gehen wir durch wie bei der festen Masche und holen uns noch einen Faden. Seht ihr, jetzt haben wir drei. Eins, zwei, drei. Jetzt holen wir uns nochmal den Faden, Köpfchen nach unten und ziehen es durch die ersten beiden. Wir haben noch zwei. Wir holen uns wieder den Faden, Köpfchen nach unten und ziehen es durch die zwei. Voilà, das erste Stäbchen ist fertig. So, nochmal. Wir legen die Schlaufe über die Häkelnadel. Wir gehen durch die feste Masche. Jetzt haben wir wieder drei. Eins, zwei, drei. Wir nehmen den Faden auf, drehen das Köpfchen, gehen durch die ersten beiden. Wir haben noch zwei. Wir nehmen den Faden auf, wir drehen das Köpfchen, gehen durch die nächsten zwei. Und das ist einfach ein ganz einfaches Häkelstäbchen. Ich zeige es nochmal langsam. Wir haben unsere Schlaufe. Wir nehmen einen Umschlag. Wir gehen durch unsere feste Masche. Wir ziehen uns noch eine Schlaufe heraus. So, und jetzt wie gehabt. Faden von hinten nach vorne, übers Köpfchen, Köpfchen drehen, durch zwei Maschen. Faden darüber, nach unten drehen, durch die zwei Maschen. Und sonst ist schon unser Stäbchen fertig. Ein letztes Mal, ein Umschlag, durch unsere feste Masche hier unten, eine Schlaufe ziehen. Wir haben drei Schlaufen. Wir nehmen wieder den Faden, ziehen es durch die ersten beiden, dann wieder durch die nächsten beiden. Am besten macht ihr das mal ganz locker, ganz einfach, also bloß nicht verkrampfen und die Fäden zu festziehen und übt das ein bisschen. Und dann haben wir, wie ihr hier seht, erst die Luftmaschen, dann die festen Maschen, dann die Stäbchen. Das ist jetzt erstmal der Anfang meiner kleinen Häkelschule. Und als nächstes zeige ich euch dann verdrehte Stäbchen, doppelte Stäbchen, Kreuzstäbchen, Schlaufen häkeln, Knopflöcher und verschiedene Muster. Aber wir fangen erstmal ganz klein an. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt etwas lernen können dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!